Stars angetaucht. Heute eröffnen wir den Vlog mal direkt aus der Stadt, wo das heutige Festival stattfindet. Und zwar sind wir gerade in Akita und schauen uns heute das Kanto-Festival oder das Kanto-Matsuri an. Auf jeden Fall sind wir jetzt schon hier, weil es nämlich hier tagsüber vor dem Festival noch irgendwelche Wettbewerbe und Vorführungen gibt. Man sieht vielleicht schon ein bisschen was im Hintergrund. Das heutige Festival hat wieder was mit Laternen zu tun, aber auf eine ganz, ganz andere Art als jetzt die letzten. Endlich mal wieder Hanamaru, also Udon. Das hatten wir jetzt seit einer Weile nicht und das ist ja eins unserer Lieblingsessen in Japan, von daher sehr cool. Man merkt auf jeden Fall schon, dass das hier eins der größten Festivals der Region ist. Denn wir sind gerade auf dem Weg zur Straße, wo der Umzug stattfindet und es ist noch über eine Stunde und es kommen jetzt riesige Gruppen hier von der Zugstation an und wir haben auch schon reihenweise Busse gesehen, also und es ist Montag, also wir haben noch gelesen, dass es am Wochenende noch deutlich voller sein soll, aber heute ist es auf jeden Fall auch voll. Nach gestern, was uns ja eher an so eine Art Dorffest erinnert hat, im positiven Sinne, ist das hier wieder auf jeden Fall ganz schön groß mit viel Organisationsaufwand und Sicherheitsleuten und. So, wir haben unser Plätzchen gefunden. Wie immer haben wir gar keine Ahnung, wo man gut sitzt oder wo nicht so gut ist, aber es einfach da gesetzt, wo frei ist. Weil wir haben ja schon jetzt öfter festgestellt, dass es doch einen Unterschied machen kann, dass manche Plätze halt besser sind als andere. Aber naja, auf jeden Fall haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit, bis es losgeht. Und deswegen wollte ich kurz die Geschichte von unserer Badehauserfahrung gestern erzählen. Nach dem Festival Noshiro gestern sind wir nämlich noch in ein Badehaus in der Stadt gegangen. Und kurz dazu, japanische Badehäuser sind meines Wissens nach, das ist wieder nur so Halbwissen, aber gibt es noch aus der Zeit, wo viele Japaner noch kein eigenes Bad in ihrer Wohnung, in ihrem Haus hatten. Und ja, das sind im Prinzip, ist das einfach wirklich ein öffentliches Bad. Also man kann da duschen, also immer im Sitzen eigentlich, so nebeneinander. Und nach dem Duschen kann man dann noch in eine Art große Badewanne steigen. Und je nachdem, wie fancy das Badehaus ist, ist das halt alles eher wie so ein riesen Spa oder halt wirklich wie so ein großes Badezimmer. Und ja, gestern war das eher wie ein großes Badezimmer. Das war unsere allertraditionellste Erfahrung. Also das war so ein richtig altes, was wahrscheinlich seit 100 Jahren so existiert oder so. Und man ist wirklich durch die Tür reingekommen. Es war direkt getrennt nach Männern und Frauen und stand in einem großen Raum, der halt alles beinhaltet hat. Also in dem Raum war die Umkleide, in dem Raum war der Tresen, wo die Frau saß, wo man bezahlt hat. Und in dem Raum war das Bad. Also man konnte in das Bad direkt reingucken. Das war halt nur mit einer Glasfront abgetrennt. Das heißt, ja, als ich reinkam, standen dann halt ein paar Leute und haben sich unterhalten, also Frauen natürlich. Und ich musste mich dann sofort umziehen, dann musste ich da ins Bad und habe dann geduscht, während die da draußen standen und mir theoretisch hätten zugucken können. Und es war alles schon sehr interessant auf jeden Fall. Und die gleiche ältere Dame, die bei den Frauen abkassiert hat, hat auch die Männer abkassiert. Das heißt, auch bei den Männern konnte sie reinschauen. Deswegen, auch für mich war es ziemlich unangenehm im ersten Moment, aber dann habe ich mir gedacht, okay, wie viele tausend Männer hintern hat die schon gesehen und dann war es nur noch halb so schlimm. Es war irgendwie eine lustige Erfahrung, aber so im ersten Moment war es etwas schockierend.
ja, aber an sich, jetzt im Nachhinein, glaube ich, macht es einfach nur eine lustige Geschichte. Und ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich es durchgezogen habe und nicht meinem ersten Instinkt gefolgt bin, einfach wieder umzudrehen und aus der Tür wieder rauszugehen. Oh, ich glaube, jetzt geht es gleich los. Es gab gerade Feuerwerk. Und jetzt durchsagen. Wir haben gerade herausgefunden, dass die Laternen tatsächlich mit echtem Feuer beleuchtet sind. Und das ist schon krass, weil die werden ja balanciert. Und wir haben ja heute Mittag schon gesehen im Hellen, wie die das machen. Und da ist einmal eine wirklich fast runtergefallen. Also der hat echt meterweit, ist der mit der so hin und her gestolpert. Und da mussten mehrere Männer eingreifen, damit die nicht einfach zu Boden stürzt. Also dieser ganze Stock mit den ganzen Laternen dran. Kann ja immer mal sein, dass die irgendwie wegrutscht und links und rechts von den Laternen sitzen ja die ganzen Menschen. Wenn so ein Ding auf jemanden drauf fällt und dann abfackelt oder so durch den Sturz, das wäre schon krass gruselig. Aber wahrscheinlich ist das noch nicht vorgekommen, denke ich mal, sonst würden die das nicht mehr machen. Hoffe ich. Also ich meine, das gibt es ja schon seit ewig, denke ich mal, diesen Umzug. Also verlassen wir uns mal darauf, dass die schon wissen, was sie tun. Mittlerweile das Prinzip verstanden. Das hier ist kein so ein typischer Umzug im Sinne von, die laufen nicht die ganze Zeit. Was wahrscheinlich daran liegt, dass das nicht funktionieren würde, so zu laufen mit den Teilen in der Luft, weil die halt ja extrem hoch und extrem schwer sind. Die größten, habe ich gelesen, wiegen glaube ich 50 Kilo und die werden ja von einer Person dann balanciert. Das ist schon krass und dadurch, dass die so an so hohen Stangen sind und dann ja irgendwie in der Luft schwanken, ist es wahrscheinlich noch schwieriger als einfach nur so 50 Kilo zu balancieren. Und ja, der Umzug läuft so ab, dass die Gruppen laufen und dann nach ein paar Minuten auf irgendein Signal hin stehen bleiben und dann dort performen, wo sie gerade stehen. Die Performance geht dann einige Minuten lang und danach laufen sie weiter und die nächsten Gruppen kommen dann irgendwie da an, wo man gerade sitzt. Leute schaffen echt, ich weiß nicht, 5 Meter oder so. Also das ist irre, sich das vorzustellen, dass das möglich ist, dass ein Mensch sowas irgendwie auf seinem Kopf oder auf seiner Hüfte balancieren kann. Also ich glaube, die Positionen sind Hand, Kopf, also Stirn, Schulter und Hüfte oder so. Und es ist, also mit solchen langen Stangen und dem ganzen Gewicht, das ist einfach nur total krass, total abgefahren.
kurzweilig jetzt. Es ging jetzt aber auch nur ein bisschen über eine Stunde und jetzt kann man noch Fotos machen mit den Laternen. Genau, die heißt übrigens Kanto. Aha, ich habe ja noch was gelesen. Die heißen Kanto und deswegen heißt es auch Kanto Festival. Ich habe irgendwie gelesen, dass die, glaube ich, Reisähren repräsentieren sollen und dass der Ursprung des Festivals, glaube ich, auch daran lag, entweder eine gute Ernte zu feiern oder für eine gute Ernte zu beten. Ja, das war das spannendste und nervenaufreibendste Festival. Weil ich echt ein paar Mal dachte, oje, 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 hoffentlich fällt er jetzt nicht auf uns drauf. Also gegenüber von uns direkt ist wirklich einer richtig auf die Leute geknallt. Da sind auch direkt zwei Polizisten angelaufen gekommen und haben gefragt, ob alles okay ist und so. Also ich glaube, dass die ernste Verletzungsgefahr niedrig ist, aber so kleinere Verletzungen kann man wahrscheinlich schon davontragen. Und es hat nichts gebrannt, also keine Ahnung, wie die das machen. Wahrscheinlich sind die Sachen irgendwie beschichtet oder so. Es war auf jeden Fall mega cool. Ich glaube, der ganze Anblick mit den Kantos auf der Straße, das war einfach so japanisch. Also obwohl ich sowas noch nie gesehen habe und so. Aber das war irgendwie so traditionell, so. Es passt einfach so zu einem Bild, was man halt so von Japan hat. Ja, dann denke ich, machen wir uns jetzt einfach mal auf den Weg zum Auto. Wir können noch an den ganzen Laternen vorbeilaufen, weil die nämlich noch ein Stück des Weges gehen. Den wir auch gehen müssen. Ja. Also Fazit war auf jeden Fall wieder richtig cool, wie alle Festivals. Ich sag jeden Abend das gleiche, aber alle sind cool und sehenswert.